Schönen guten Tag, Freunde, und herzlich willkommen hier live von der DreamHack in Leipzig. Das sind die Games News. Heute mal ein bisschen anders, aber trotzdem mit ziemlich coolen Themen, denn es wurde ein neues Zelda angekündigt. Außerdem hört Anno 1800 endlich auf die Community und BioWare plant ein neues Mass Effect. Nintendo hat mal wieder eine seiner legendären Videopressekonferenzen abgehalten, die Nintendo Direct, und dabei ordentlich die Bombe platzen lassen, denn es kommt ein neues Zelda für die Nintendo Switch. Geil! Ich bin durch! Wobei, so neu ist das ja gar nicht. Ist ja nämlich eigentlich ein Remake, nämlich von The Legend of Zelda Link's Awakening. Vielleicht erinnert ihr euch noch, damals auf dem Gameboy. Das Remake, das ist jetzt komplett in 3D gehalten, sieht sehr, sehr hübsch aus. Der Rest hält sich aber penibel an die Vorlage. Kommen soll es noch dieses Jahr, aber wann genau hat Nintendo noch nicht verraten. Bis dahin könnt ihr mir ja mal erzählen, was euer Lieblings-Zelda ist. Was ist denn dein Lieblings-Zelda? Majora's Mask. Und natürlich auch die Neuauflage vom 3DS. Und was dazu gehört. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Anno 1800 hat ja letztens erst seine Community ein bisschen in Angst und Schrecken versetzt, als das Wort Mikrotransaktion gefallen ist. Jetzt kommt zum Glück die Erlösung, denn in einem Interview haben die Entwickler jetzt gesagt, Es gab keine Pläne, und wir können jetzt auch sagen, es gibt keine Microtransactions in Anno 1800. Genau, das sollte man vielleicht auch einfach mal auf den Tisch bringen. Genau. Ja. Boah, ey, Ubisoft, Mann, das war eine so große Erlösung, es wäre eine ganz schöne Schnapsidee gewesen. Von daher cool, dass ihr das jetzt nicht macht. Ich freue mich auf jeden Fall auf Anno 1800. Wie sieht's denn bei euch aus? Ist das auch was für euch oder seid ihr nicht so die Aufbaufans? Und zum Schluss gibt's auch noch was Gutes für alle Science-Fiction-Fans, denn BioWare, die einzigen Rollenspielkönige, ja, die machen jetzt gerade Anthem, Loot-Shooter, aber sie halten an ihren Rollenspielwurzeln fest. Denn vor allen Dingen mit einer Serie planen sie weiterhin, und das ist Mass Effect. Die Sci-Fi-Sause hatte ja 2015 den letzten Ableger mit Mass Effect Andromeda. Sagen wir mal so, war jetzt nicht so der Publikumsliebling. Okay, I should just go over there to the piloting thing. Kill me now. Sie halten aber trotzdem weiter an der Marke fest, weil sie selber der Meinung sind, da ist noch lange nichts auserzählt, und ich glaube, da kommt auch noch ein bisschen was. Also klar, jetzt erstmal Anthem, danach Dragon Age 4 ist ja schon angekündigt, und danach, naja, vielleicht Mass Effect. Was würdet ihr euch denn wünschen, was in dem nächsten Mass Effect vorkommen soll? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Tja, Leute, das waren die Games News live von der DreamHack in Leipzig. Schreibt gerne in die Kommentare zu dem Thema mit, was euch am meisten interessiert hat. Und falls ihr nächstes Jahr um die Zeit vielleicht nichts vorhabt, dann kommt gerne vorbei. Es war eine ziemliche Sause. Ich fahre jetzt nach Hause und lege mich erstmal auf die Couch. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.